Willkommen zurück zu Grandia, dem wahrscheinlich großen Finale gegen Gaia selbst. Genau. Ja, mit mir und ja, dem natürlich dem Dreambird. Hallo. Ali, hallo. Da bin ich. Da sind wir wieder. Ja. Ja, du hast beim letzten Mal ja schon gute Vorarbeit geleistet und die erste Phase von Gaia platt gemacht. Und jetzt darf ich mich gegen den wahrscheinlich schweren Teil behaupten. Danke. Aber er hat immerhin nur eine Eingriffszone, ne? Ja, aber wir haben keinerlei SP und die meisten haben auch keine ZP mehr, glaube ich. Ja, ZP ist ja nicht ein Problem, da haben wir noch ganz viel Items. Dann darf Frab erstmal. Aber für SP haben wir, glaube ich, nicht mehr viel, also das ist das Problem. Das ist Heilung, ZP. Oh, dann werfen wir nochmal einen Ultra-Drink. Ja. Wir haben echt fast keine Ressourcen mehr. Das ist schon jetzt ein bisschen blöd. Aber mal schauen, mal schauen. Hauptsache, ich würde sagen, ein Charakter wird überwiegend heilen. Mal gucken, wie viel der raushaut. Und dann kriegen wir es schon irgendwie hin. Und wenn es halt länger dauert. Heilen auf jeden Fall Fina. Das ist ja unsere Hauptheilerin. Ja. So, Justin. Du hast wieder ein bisschen für hier. Aber ja, was machen wir da jetzt am besten? Dann bin mal ein bisschen sparsam und nehmen W-Schlag. Hau drauf! Ja. Oh, immerhin. Gar nicht so schlecht. Also hätte ich jetzt weniger erwartet. Also Schaden kriegt das Ding schon gut, ne? Mhm. So, Lebenspunkte sehen noch soweit gut aus. Mal gucken, was das Vieh dann rausrotzt. Fina, was kannst du noch ein bisschen machen? Vielleicht graben? Graben wäre eine Idee, ja. Also quasi, ja, Verteidigung erhöhen. Ja, Verteidigung erhöhen, das ist doch eine gute Sache. Please protect us. Auch wenn es nicht allzu viel bringt, aber ein bisschen zumindest. So, jetzt greift er an. Kälte. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Ein Debuff? Okay. Nee, da stand ja gar nichts dabei. Stand nichts, nee. Mach mal Justin wieder W-Schlag am besten. Ja, okay, der erste Eindruck ist, überraschend. Oh, mal schauen. Das war gar nichts. So. Geschoss, jo. Geschoss. Komm, Rab, davon noch ein bisschen Defense erhöhen. Nee, ich glaube nicht, dass das was bringt, jetzt das zweimal zu machen. Also. Ich glaube, bis zu dreimal kann man es erhöhen. Ja, echt? Mhm. Nur okay, wenn du recht hast. Ja, Stufe 2. Okay, gut. So, Fina, darf jetzt mal draufhauen. Sappeitsche. Sappeitsche, genau, Sappeitsche. So, was machen wir so, mit dir? Greift einen Feind mit Animation an, ja, warum nicht? Ich mag den Zauber. Dauert zwar ein bisschen länger, aber. Gefriere, okay, dann macht Kälteangriffe. Boah, auf alle. Er macht auch kein. Was zum. Irgendwie. Hat das gar nichts gebracht, ne? Haben wir irgendwas drin, was uns gegen Kälte schützt oder so? Wenn ja, ist doch gut, also. So, Justin kann keinen W-Schlag mehr machen, dann. Mach mal hier ordentliche Zauber hier, was weiß ich. Gibt's hier auch was gegen einen? Ja, genau, einen Feind mit Feuer verbrennen. Da verbrennen. Brenne, du Vieh! Das wird wahrscheinlich nicht viel bringen, aber schauen wir mal. Können dann nochmal in jeden reingucken, ob noch irgendeiner was hat mit SP wieder bringen. Aber ich glaube, da haben wir fast nichts mehr. Nur gut, immerhin, was soll's. Wird sich halt euch unsere SP-Knappheit halt ein bisschen länger hinziehen, der Kampf, aber ich glaube viel mehr. Wird das jetzt nicht beeinflussen, denke ich mal. Mal schauen.
So ZP können wir uns wieder besorgen, bis zum geht nicht mehr. Also da haben wir genug Items. Rab haben wir schon durchgeschaut. Ach komm, Rab, dann haust du einfach mal normal zu. Ich will mal sehen, was das so einsteckt. Das wird nicht 261. Ja, aber zwei Schläge sind immerhin 400. Über 400. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass er zweimal zugeschlagen hat. Der normale Angriff ist immer zweimal zuschlagen. Fina, was hast denn du dabei? Zeig mal her. ZP. Warte mal, Karma-Trank, Ultra-Trink kann man. Was ist mit dem Karma-Trank? TP. TP, okay. Dann mach mal den Ultra-Trink nochmal. Gut, dass er so viele Ultra-Drinks noch gekauft hatten. Halt, nein. Eingesteckt hatten, sag ich mal. Ja. Ja. Justin hat nur was für ZP. Na gut, dann soll er jetzt nochmal W-Schlag raushauen, ne? Was denn sonst? Genau. Hätte ich nicht gedacht, dass dieser alte... wir haben ihn schon über die Hälfte runter, also... Mal gucken, was er jetzt macht. Das macht was? Das macht gar nichts irgendwie, ne? Das Warte mal, wir haben ja auch gefrieren. Aber das geht auf alle, das bringt nicht viel. Das ist eine Stufe 1 Zauber, was der vorhin gemacht hat. Mach nur lieber Magiekunst nochmal, das ist besser, glaube ich. Oder mal ein Meteor. Greift ein Feind mit Meteor. Ja, genau, Meteor ein. Das ist immer eine Stufe 2, ne? Ja. Aber ein bisschen mehr Gegenwehr hätte ich jetzt schon erwartet, ne? Ja, also ich eigentlich auch. Vor allen Dingen, weil ich eben gehört habe, das soll noch echt schwierig werden. Aber das sieht überhaupt nicht so aus im Moment, also. So, Fina. Der hat nichts Gescheites. Braucht die ja die Sub-Peitsche und die Feuerpeitsche noch, also. Ja, aber es macht nicht so viel Schaden. Ja. Na komm, Sub-Peitsche hatten wir schon, machen wir die Feuerpeitsche. Und Rapp. Dämonenball. Immer feste drauf. Oder mal was Sparsameres. Na, ich denke mal, der Dämonenball wird schon am meisten reinkloppen, ne? Ja, okay. Vielleicht holt das Ding aus der Reserve. Oder es hat noch eine Stufe, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich, weil das kann es ja nicht sein hier als Endkampf. Da hattest du mehr zu tun. Yo! Über 1000 Schaden. Das hat reingehauen. Das war der Dämonenball, ne? So, Justin ist wieder leer. Ja. Magie möchte ich mit dem eigentlich jetzt. Na, Brenner kann man jetzt auch knicken. Ach da, wenn schon Stufe 3 Zauber oder so draufhauen. Stufe 3 hat er nicht. Ach so, aber das kann er ja wieder, ne? Dafür haben wir ja Items. Also das aber ist das, nicht das. Oder haut jetzt einfach mal so drauf. Ich hau mal so drauf, ja. Was soll das Ding noch groß gegen uns machen hier, ne? Ja. So, Fina, du kannst jetzt gerne mal was für die ZP tun. Genau. Machen wir erstmal blauen Trank. Müssen nicht gleich den Megatrank da rausrotzen, oder? So, Rab. Ist wieder leer, ne? Ja, natürlich. Junge, haut drauf. Hau normal drauf. Giftgel, okay. Gucken, ob es jetzt zumindest vergiftet wird. Oh, Schaden. Wer ist der Schaden in dem Kampf? Oh. Ich bin beeindruckt. Oh Mann. Ja, sie ist vergiftet jetzt.
Gift haben wir. Es ist wieder ein Stufe 1 Zauber gewesen. Stram hatte der vorhin auch Stufe 1. Wieso benutzt der Final Boss Stufe 1 Zauber? Na, das ist eine gute Frage. Justin hat einen Gegengiftzauber, von daher warten wir auf ihn. Ja. Aber ich glaube, Magiekunst hat mehr abgezogen, oder? Ja, mach mal. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht von dem Gegner. Also, ich muss auch sagen, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, vielleicht kommt noch eine Stufe. Also. Ja. Denn nicht das Einzige, was er hier kann, ist ordentlich HP haben. Also, das war es dann auch schon. Also. Ja. Die Stufe davor, das waren drei Ziele mit 5000 bis 9990 Lebenspunkte. Da hattest du mehr zu tun, wirklich. Na, allerdings, ja, stimmt. Heilen? Achso, das macht er jetzt, okay. Ich dachte gerade, der Gegner heilt sich. Das wäre zumindest auch mal was gewesen, also. So. Ach, Fina. Hau drauf. Immer fester drauf. Leute. Ja, so, da ist er. Down. So, auf die nächsten Phase. Mal schauen. Bin gespannt. Mal gucken, warten wir es ab. Jetzt bin ich gespannt. Von jetzt an, Justin, Fina. Erwartet euch eine Aufgabe. Wir haben genug gewartet. Geh rein und sieh nach. Von jetzt an spürst du die Energie des Geistersteins. Das muss Gaias Zentrum sein, Justin, Fina. Ihr habt euer eigenes Schicksal geändert. Ändert jetzt das Schicksal aller Lebewesen auf dieser Welt. Okay, ich weiß, was zu tun ist. Ich zerstöre alles. Gaia, den Geisterstein. Das Schicksal der Ikaria. Mist, er hat den ganzen Spaß. Tja. Wenn Gaia zerstört wird, zerfällt das alles hier, nicht? Warten wir besser hier unten an einem sicheren Ort. Was meinst du, Liete? Ja, okay. Das Schicksal sollte nur von Helden und den Ikariern geändert werden. Gehen wir, Justin, gemeinsam für alle. Okay, los geht's. Es geht doch noch weiter. Warte. Ja, ja. Kurze Besprechung. Also, vielleicht kommt jetzt noch ein Kampf, weiß ich nicht. Mhm. Wir sollten, wenn noch ein Kampf kommen sollte, nochmal vorher mit Items versuchen, uns ein bisschen aufzudingsen. Wir könnten an die Truhe ran. Okay. War die vorher schon da? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ja. Auf jeden Fall können wir ein paar Sachen mitnehmen. Gab's hier noch irgendwas für SP? Das ist das Wichtigste. Guck mal nach. Ja, Affenbrot. Affenbrot. Ja, alles mal reinstopfen und dann erstmal hochpowern. Nur zur Vorsicht. Fina. Achso, wir haben noch eins. Daran hier. Ja. Fina. Da war noch was mit 40 SP eben, habe ich auch noch gesehen. 20 ZP, das brauchen wir nicht. Zwar hier, da war's. Tintenfisch, glaube ich, ganz oben rechts. Da, genau, okay. Halt 20 SP. Okay. Gut. So. Dann, was haben wir noch? Jetzt noch Pfandbrief benutzen, ne? Das wär's noch. Das bringt, glaube ich, nichts. Wir haben sogar noch Mana-Eier, 2 Stück. Na, wozu? 80 CP, Lebenstrank brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Nagellack.
Heilung. Soldatenseelen aus dem optionalen Dungeon. Waffen. Amulette. Na, das war's wohl. Wir haben alles ansonsten bei uns. Gut, dann lass uns mal, soweit es geht, SP noch hoch und vielleicht ZP auch noch mal so ein bisschen gucken. Obwohl, ZP sieht gut aus. Wir sind wieder vollgeheilt, wie es aussieht. Wir sind eh vollgeheilt. Okay, und dann... Gut, dann würde ich sagen, ja, speichern können wir ja anscheinend jetzt nicht. Dann sollten wir noch mal mit den beiden reden und dann weitergehen, ne? Ganz ehrlich, ich rechne noch mal mit Baal, weil der ist ja als so kleine Raupe abgehauen. Nur mal schauen. Mit dem rechne ich jetzt noch. Ich würde ja gern mitkommen, aber ich will ja nicht stören. Na los, Mr. Superheld. Mann, oh Mann, kannst du keinen Spaß verstehen? Es war eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen, Jazz. Vergiss den Heldenmist. Was ich weiß, ich durfte mit einem Typen namens Justin kämpfen. Von wegen, du hast keinen Spaß. Du durftest ein Luftschiff vom Himmel holen. Vergiss das mal nicht. Als ich den Namen Lite erbte, erbte ich auch das Schicksal des Wartens bis in alle Ewigkeit. Ich bewahre die Erinnerungen an Alend. Ich dachte, es wäre meine Pflicht, den Ring des Schicksals zu bewachen. Aber ich habe mich wohl geirrt. Ich sah eine Welt frei von Vorbestimmung, wo jeder seine Zukunft selbst in die Hand nimmt. Danke, Justin, du hast mir Freude bereitet. In all den Jahren wollten die Lite nur aufzeichnen, aber ich hatte meine eigenen Gedanken. Okay, schöne letzte Worte. Na dann, auf zum letzten Gefecht, hä? Ja, mal schauen. Was stand da eben, habe ich nicht lesen können. Okay. Irgendwas mit Geisterstein, ja. Ich bin leider zu schnell weiter. Aha, da kommt wohl der endgültige Finalgegner, hä? The Spirit Stone. Oh, synchronisiert. It gave power to the people. It drove the people to ruin. All in a sad chain of myths. When you think about it, this Spirit Stone has taught us many things. This light has always illuminated the way for us to go. But now, the light is of no more use. From now on, we will illuminate the path to our future with our own light. Come, Justin. Our long, sad fate is now at an end. With your sword there. Yes! Oh, spirits! We will start a new age! Please, watch over us! Let's go! Let's all go together! Yeah! Come on! Thank you.
Hey there. Fina. You're okay. What about the others? Look over there, Justin. That's Gaia? Right. Everything seems to have been born again. Not only Gaia, but this whole world. Can you feel it, Justin? The whole world is filled with the power of the spirits. You see it, Lean? Everything has been freed from the web of evil. Yes, even Gaia. The sad chain of fate has been broken at last. A new history of mankind will begin. The history that you desired. We may sometimes travel down a mistaken path, but it'll be all right. I am sure that we'll be able to open new paths to travel upon. It seems that my work here has ended. A spirit? Are you calling me? Can it be? Lean! Lean! Herr Mullen? I'm so glad, Lean. I can't believe it. Miracles do happen. The spirits carried her and happiness here. For everyone. No, Justin. It was you who carried happiness here, Justin. Ich glaub, das war's.
Warte. Irgendwie loopt gerade die Musik. Irgendwie geht's nicht weit. Ah, jetzt. Mhm. Nach dem dritten Anlauf. Okay. Läuft die Musik mal weiter. Ja, wird schön laufen lassen. Ja. Ja, Mensch. Das war Grandia. Jo. Ein ziemlich schönes Happy End. Ein ziemliches Ultra Happy End, aber ich finde, das passt sehr zum Spiel, finde ich. Also, ja. War sehr schön, muss man sagen. Mhm. Wobei der Endgegner, der war ja nun wirklich. Also, bitte, das war ja. Ja, da. Ich kann mich nur wiederholen. Du hattest mehr Arbeit an dem Kerl. Also selten so eine Lusche als letzter Form eines Endgegners gesehen. Ja, aber ja, was ist jetzt mit Baal? Der ist doch uns abgehauen. Wo ist der jetzt geblieben? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist da jetzt auch gut geworden, Kai. Ne, so wie alle anderen, inklusive Gaia, denke ich mal. Ja. War ja doch sehr schön mit Lean und Mullen eben. Ja. Und wie die ganzen Menschen entsteinert wurden, das war echt schön. War sehr schön. Ich habe aber gehört, was kommt nach dem Abspann noch? Und wir auf jeden Fall dranbleiben. Schauen wir mal. Okay. Aber ja. Wir können ja trotzdem noch ein bisschen reden. Also, ja, also für mich muss ich sagen, das Spiel war ja sehr schön. Es gab halt so ein paar Phasen, wo es doch irgendwie ein bisschen eintönig wurde, muss ich sagen. Aber insgesamt ist es doch ein recht schönes Spiel. So, ja, würde ich das also als Gesamtfazit sagen. Ja, dem kann ich mich anschließen. Grandia hat richtig viel Spaß gemacht. Es war viel zu leicht, wenn man es mal so sieht. Ja, also insgesamt gesehen schon, auf jeden Fall, ja. Und es verliert sich ein bisschen zu sehr in Nebengeschichten. Mhm. Man hätte das mit Gaia und allem viel, viel früher oder direkter zeigen können. Aber da war so viel, ich sag mal, fast Unwichtiges dazwischen. Zum Beispiel in einem einen Dorf, wo wir als Liebespaar da gefeiert wurden und dann Drachen vorgeworfen werden sollten. Das Spiel ist voller solcher kleinen Nebenstories, wo eigentlich nicht wirklich die Handlung voranbringen. Naja, würde ich mal so sagen, es hat so ein bisschen, ne, das war halt so ein bisschen die Beziehung unserer beiden Haupthelden halt näher bringen uns, sag ich mal. Mhm. Von daher war es jetzt nicht völlig umsonst, aber ja, im Grunde hatten ja eigentlich Mullen und Lean was noch einen größeren Schritt in Richtung Beziehung am Ende getan als unsere beiden. Also. Ja, Beziehung, da wurde auf CD1 die meiste, ich sag mal, das meiste dazu beigetragen. Auf CD2 dann fast gar nichts mehr. Da gab es bis zum Finale eigentlich fast nichts Zwischenmenschliches, was ich auch sehr schade fand. Ja, stimmt. Sondern einfach nur ja, von Dungeon zu Dungeon. Auch die Gaia-Armee und die ganze Gaia-Geschichte war auf CD2 ja, bis also eine ganze Weile echt außen vor. Was, fand ich auch sehr schade. Entschuldigung. Ja, richtig, richtig. Das stimmt schon. Also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, es gab tatsächlich Längen. Ich finde auch, man hätte, man hat einfach zu lange nicht gewusst, worum geht's überhaupt. Also das hätten sie ein bisschen früher, zumindest teilweise schon so ein bisschen in den Vordergrund stellen sollen, sag ich mal. Man hat es am Anfang angedeutet, indem man gezeigt hat, dass die Gaia-Truppen so auf den Geisterstein fixiert sind und ihn unbedingt haben wollen. Mhm. Und dass dieser Baal was ausheckt, aber dann war ja bis CD2 eigentlich Durststrecke, kannst du sagen. Und das ist das Problem, das größte Problem von dem Spiel. Ja, stimme ich dir zu. Ja. Ja. Was ich auch ein bisschen schade finde, dass die meisten Nebencharaktere ein bisschen untergehen. Also jetzt, ich meine jetzt vor allem Milda und Gadwin waren zwar cool, aber sie kommen bei Weitem nicht an Suran und Fina. Und auch an Rab. Rab ist da auch ziemlich untergegangen, finde ich. Stimmt, ja. Auch verschenktes Potenzial, aber dennoch. Ja, es waren nette Charaktere.
Ja. Aber auch da wäre mehr drin gewesen. Ja. Ja, jetzt mal gucken. Nicht drücken, also irgend. Nee, ich tu nix. Kommt danach, genau. Das ist das Ende der Geschichte von Justin und seinen Freunden und von den Abenteuern mit dem Geisterstein. Die machen spannend. Die Geschichte von Justin, dem Abenteurer, wird seitdem auf der ganzen Welt erzählt. Tante Lilly, das Schiff ist gleich da. Beeil dich. Der Kuchen ist noch nicht fertig. Tut mir leid. Ich befürchte, dass du ohne mich gehen musst. Okay? Okay, bis dann. Los geht's, Papi. Es ist 10 Jahre her, seit das große Abenteuer vorbei ist. Die Welt, in der wir leben, hat sich so sehr verändert. Hey! Nicht schon wieder du! Hast du denn nie genug davon? Ha? Niemals! Wir üben doch nur, um Abenteurer zu werden. Verstehst du denn nicht? Ja, das ist richtig! Mach das woanders, wo es keinen stört! Hörst du mir zu? Jetzt noch mal Rücken sperren! Anscheinend hat sich wenig verändert. Aber weißt du was? Hier ist jetzt mehr los. Auf den heutigen Tag habe ich so lange gewartet. Justin und Fina kommen nach 10 Jahren von ihrem Abenteuer zurück. Ich frage mich, was Justin sagt, wenn er mich sieht, wo ich jetzt so hübsch bin. Er wird bestimmt überrascht sein, dass seine Zunge festklebt. Darauf freue ich mich. Yay! We're in Parm! Now where's this seagull restaurant? There's yummy food there, right? I'm hungry. Hey, what's that? It makes noises. It makes a neat sound. Yay, let's get it. Neat. It's so soft. Oh, this must be Puffy. It's just like Daddy said. Looks kind of like a lamb. No, it doesn't. Hey. Are you... Where's your mommy and daddy? Over there. They're still on the ship. Ah, it's running away! Gonna catch ya! Yay! Wait! Hey, yeah. Wait up! Yeah. Come on, catch him! Catch him! Ah-ha-ha! Justin! Fina! Ja Mensch, da waren sie fleißig. Allerdings, das war ja schön, dass man mir doch noch gezeigt hat, dass aus den beiden was geworden ist. Ja. Aber ich fand es schade, dass man die beiden nicht mehr gesehen hat. Also wir haben ja nur im Grunde Sue nochmal, das fand ich sehr schön als Erwachsene gesehen. Ja. Richtig hübsch geworden, die Gute. Oh ja. Was ich am Ende ein bisschen schade finde, dass nur die Hälfte mit Untertiteln war. Die haben auch zeitweise gesprochen, ohne dass was eingeblendet war. Mhm. Und es war zur Hälfte wieder so ein Deutsch-Englisch-Kauderwelsch. Ach du meine Güte. Also beide Tonspuren. Ja, naja. Ja, aber noch schöner Abspann, muss man schon sagen. Ja, also. Sehr schön. 10 Jahre später
Justins ein weltbekannter Abenteurer. Schön, schön. Tja. Ja. Ich will noch sagen, also, schön, dass man es geradezu jetzt nochmal gesehen hat. Weil sie, obwohl sie sehr früh aus dem Spiel genommen wurde, war sie trotzdem mein Lieblingscharakter. Also, ja, meine auch. Es war sehr, sehr schade, dass sie so früh rausgenommen wurde. Das fand ich wirklich sehr traurig, ganz ehrlich. Ja, kann man nichts machen, ne? Ja. Ja, Mensch, da haben wir es geschafft. So, was ich jetzt noch loswerden möchte, und zwar vor dieser Endszene war ich ein bisschen am Meckern über das Spiel, aber Leute, trotz aller Meckerei, mir hat Grandia auch richtig viel Spaß gemacht. Ich finde, es ist ein richtig schönes Spiel. Mhm. Es hat seine Schwächen, aber es ist ein schönes Spiel, auf jeden Fall. Ja, doch, da muss ich dir aber auch zustimmen. Also es hat wirklich tolle Charaktere, sag ich mal. Nettes Kampfsystem, wirklich sehr gut ausgedachtes Kampfsystem. Einen schönen Umfang. Einen schönen Umfang auf jeden Fall. Und Die Kritiken haben wir ja schon gesagt, aber auch bei aller Kritik, das Spiel ist wirklich sehr nett. Also. Ja. Und zu empfehlen auf jeden Fall. So, wir haben jetzt noch 20 Minuten über. Ja. Ja, was meinst du? Wollen wir die letzten Minuten noch ein wenig labern und derweil ein wenig in den letzten verbleibenden optionalen Dungeon reinschnuppern? Ja, ich habe auch gelesen, die Leute haben gesagt, dass wir es zumindest mal zeigen sollten nochmal. Mhm. Ja, dann können wir das ja mal versuchen jetzt, ob wir das jetzt schnell finden. So, ich weiß jetzt nicht, was der zweite oder dritte Save? Das war es jetzt auch nicht, aber ich glaube, das scheint jedes Mal mit zu sein, also. Das sind 8 Sekunden Unterschied, also das ist im Grunde wahrscheinlich scheißegal, auf Deutsch gesagt. Ja. Wir haben ja da gesagt, wir machen das später mal, diesen Dungeon, aber ja, wann das jetzt ist. Also ich möchte mich da jetzt noch nicht festlegen. Nö, richtig, richtig. Leute, da müsst ihr einfach ein bisschen Geduld haben. Wir werden jetzt das noch auf jeden Fall nochmal zeigen, wenn wir es jetzt finden sollten und Und dann schauen wir mal weiter, ne? Genau, richtig. So. Also bevor ich euch hier weiter voll huste, werde ich mich mal kurz muten. Derweil gehe ich schon mal rein. So. Kurzer Check. Wir sind ein paar Level niedriger als gerade eben noch. Ja, logischerweise. Ist ja doch schon ein Weilchen her, der Spielstand. Mhm. Und wissen wir jetzt eigentlich überhaupt, wo wir lang müssen? Ja. Der Eingang war doch gleich hier in der Nähe, glaube ich, irgendwo, oder? Also mich darfst du jetzt nicht fragen. Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm. Der war irgendwo hier in der Nähe, irgendwo am Rande von so einer Felsformation. War das nicht so, wo wir irgendwo nicht rüberkamen, über so einen Fluss oder was das war? Hatten wir uns denn überhaupt mal... Toll, da haben wir noch was vergessen. Mana-Ei, okay. Was ist das, ein Mana-Ei? Ja, Mana-Ei. Tatsächlich, okay. da war doch gleich in der Nähe, sag mal. Mensch! Jetzt erstmal das Ding wieder finden! So. Ach, auf euch habe ich keine Lust, das sind so viele. Ich fliehe jetzt mal. Ja. Dabei haben wir den Spielstand noch extra gemacht, weil man da den Eingang direkt vor der Tür haben, in dem Sinne. Mhm. Jetzt ist es soweit und wir finden es nicht. Da hätte man sich vorher nochmal schlau machen sollen. Ja. Ich meine, wenn wir es jetzt nicht finden, dann können wir auch kurz noch pausieren und einfach mal... Ja, auch wenn man es nicht gerne macht, aber weil wir es halt noch zeigen wollen im Internet, eben schnell nachgucken, wie man da hinkommt halt, ne? So, kurz.
Ich denke, es war doch hier irgendwo. Nur da ist auf jeden Fall Kohle, aber die brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir nicht mehr. Es war irgendwo unter so einem Tunnel durch und dann war ein Loch in der Wand. Oder so. Na gut, dann pausieren wir kurz, oder? Ja, pausier kurz und guck mal eben nach, ob du es findest. Jo, also oder soll Leute, ich nachgucken? Bis gleich. Jo. So Leute, da sind wir wieder. Haben uns ein bisschen schlau gemacht und ich lag gar nicht mal so falsch. Mit von wegen über eine, also unter einer Brücke durchgehen, aber ja, erst hier drüben. Genau. So. Ja. Müssen wir bloß den scheiß Viechern ausweichen. Irgendwie, ja. Waren doch auch gerade welche. Ja, da rennen sie, da rennen sie. Da ist unser Tor. So, und da müssen wir jetzt irgendwie uns durchschlawinern nach rechts. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen doof, wenn man absolut gar nichts sieht. Ja, aber das... Kommen nicht weiter. Ah, hier geht's jetzt... Ah, okay. Und jetzt nach oben, okay. Ah, genau. Und da hinten musst du raus, glaube ich. Da sieht man schon was. Da haben wir es, ja. Gibt der außen noch was? Sieht nicht so aus. Nee, das ist das Dungeon, jo. Ich hab hier nicht geschaut, wie es heißt. Diese magische Abschussrampe ist der einzige Ort in der Welt, der zum Turm der Versuchung führt. Ich habe Vertrauen in meine Macht. Nur jemand mit eiserner Disziplin darf in die Mitte des Kreises treten. Na denn? Warte mal, da wird es bestimmt neue Items und so weiter geben. Da wollen wir doch lieber erstmal unsere Truhe organisieren, ne? Hier kann man nur kaufen und verkaufen. Kaufen kann man hier. Das ist doch ein Truhensymbol. Wieso kann man hier kaufen? Außerdem, ich möchte verkaufen. Ich möchte Sachen ablegen. Dann halt nicht. Naja, wir hätten jetzt trotzdem mal gucken können, was man da kaufen kann, aber egal. Ja, und hier liegen gleich wieder Items rum, ne? Halleluja, aber Halleluja-Items. Was? O-Schwert? Hm? Ja, gut, Lite hat ja noch ganz gut Platz, sag ich mal. Ja. Ja, was macht denn Lite? Darfst erstmal alles tragen. Plus 0 Angriff, eine Keule zum Üben, aber hä? Wozu das? Was? Also, dann können wir uns das Zeug eigentlich auch schenken, oder? Ja, steck's jetzt trotzdem ein. Vielleicht irgendeinen Sinn muss es ja haben, also. Ja, okay. Wir brauchen es doch eh nicht mehr. Vielleicht können uns die Zuschauer dann noch in dem Part dann noch drunter schreiben, falls wir es jetzt nicht selber rausfinden, wozu der Kram ist. Also. Ich könnte mir höchstens vorstellen, damit kannst du grenzenlos auf Gegner einkloppen und dadurch Waffenfähigkeiten skillen. Das wäre natürlich, ja, das macht Sinn, finde ich, ja, stimmt. Aber wozu? Mal ganz ehrlich, wozu? Damit man halt in einem Kampf ordentlich skillen kann, ja, ne? So, jo. Hier könnten wir speichern. Genau, jetzt mal speichern. Den Speicherstand können wir dann irgendwann mal benutzen, um direkt dann hier den Part zu machen und das dann schon richtig durchzugehen. Gut, dann, ja. Mal gucken, wie die Gegner an der Außenseite sind, ne? Weil noch scheinen wir ja nicht drin zu sein. Ja. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch eine Viertelstunde. Okay. Nee, nein, was mache ich denn? Was mache ich denn? Da können wir ja noch ein bisschen was gucken. Ist ja noch ganz gut. Ich meine, ja, ne? Mhm.
So, na dann. Und das sind ja gleich die ersten Gegner. Jetzt bin ich gespannt. Was habt ihr drauf? Schakal, Drachenritter hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Ich komme mir bekannt vor. Ja, mir auch. Aber frag mich nicht mehr wo. Gut, ja, Justin darf draufhauen. Oder machen wir uns gleich einen Skill? Boah, also, ich bin herab. Entschuldigung. Das darfst du selber entscheiden. Dann machen wir mal Scheibenschneider. Here goes. Und filetieren die Truppe. Oh. Ja, das sind wieder welche, die nur mit Magie angreifen kannst wahrscheinlich. Dann kann Justin zumindest mal... Warte mal, Justin macht mal kurz eine Schockwelle. Noch in die Mitte, den mittleren Typen. Nee, in der Mitte ist einer, der nur Magie empfindlich ist. Oh, hast du das gesehen? Das war fast gar nichts. Fina, bitte mach was. Ich hab keine. Mach mal Flammengeschosse. Noch relativ günstig. This'll teach you. Naja, man merkt schon, die Gegner hier sind zäh. Ja, das hat wenigstens was gebracht hier, also das war nicht schlecht. Ja, Lied hat aber fast nur was auf mehr, auf einen geht. Und zap alles ein bisschen. Ja, na, was soll's. Oh, evil ones, leave this world! Hau rein, Mädel! Burn, Baby, burn. Oh Gott. Ja, die sind zäh. Also. Die sind sehr zäh. Rapp, Flammengeschosse. Aber Dali. Viele macht da auch noch mal eine Runde mit. Blaze, break the old flame. Ich glaube, so lange Kämpfe hatten wir im ganzen letzten Dungeon nicht mehr, oder? Ja. 100 Millionen Degrees, take that! Ja. Meine Frage an die werten Zuschauer: Was meint ihr, sollten wir uns vor dem Dungeon hier vielleicht noch ein bisschen leveln? Ihr habt unsere Werte vorhin gesehen, aber reicht das, um das hier zu bewältigen? Würde mich mal interessieren. Weil es bringt keinen, wenn wir dann nachher, wenn wir mal da reinrennen und dann, ja, aufs Maul kriegen und wieder die Hälfte verlieren vom Fortschritt, ne? Einfach mal nur so aus Interesse. Ist das mit unseren Werten machbar? Oder ist das so krass, dass es, ja, über dem Endgame steht? Also eigentlich müsste es machbar sein, denn schließlich ist das hier so ziemlich ungefähr der letzte Punkt, wo man das noch machen kann, ne? Komm, nehmen wir ein Todesschwert. Wir hatten noch mehr. Ist egal. Nehmen wir dich, du bist näher an Fina dran. Du machst einen roten. Ne? Ich möchte was Elementares, wenn es geht. Boom! Peng! Kill you with one blow! Da ist er down! Der erste zumindest. Das hat nicht allzu viel gebracht. Oh Gott. Komm, Justin, Lotus Heap. Burn, baby, burn! Fall doch endlich mal um! Ist doch nicht möglich! You'll never get away.
Heieieiei, was für ein zäher Bursche. Er ist nicht durchzukriegen, es ist der Wahnsinn. Komm schon, das muss jetzt reichen. Das ist doch ein bisschen übertrieben jetzt. Also. Das ist Stufe 2, also. Ja, aber soll ich Stufe 1 Magie hier bringen? Ich weiß nicht. Nee, nein. Ich belieb das sogar. Er lebt immer noch. Spreng ihn in Stücke, Lite. Spreng ihn in die Luft. Na, was haben wir? Na, endlich! Wieder. Hat er nur 5 Minuten gedauert. Ich glaub's nicht. Tja, und so viele Erfahrungspunkte gab's gar nicht. Auffrischen. Wir haben jetzt schon fast keine Magie mehr. ja, ne? Also jetzt mal ganz im Ernst, diesen Dungeon dann nochmal komplett zu machen mit den Gegnern, würde wahrscheinlich ziemlich lange dauern. Da würde Parts in Anspruch nehmen. Ja. Also auf euch habe ich keinen Bock. Auf euch habe ich keinen Bock. Nein, 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 nein. Oh Gott, ist ja alles voll von denen hier. Ich wüsste noch gerne, ob es auch irgendwo in den Turm reingeht. Ja, da war doch eben der Eingang. Hast du es nicht gesehen? Wie, was? Wo? Da gerade am Anfang, wo wir waren, da warst du fast direkt davor. Echt? Dann muss ich nochmal. Komm mal zurück. Dreh mal die Kamera. Das ist unser Start. Oh, wo war jetzt der Eingang? Ja, also eben habe ich ihn gesehen. Also, da, glaube ich. Ja, gut, das brauchen wir. Ja, gehen wir stecken, mal einstecken. Hier müsste es sein, ja. Erdgeschoss, hier geht's erst wirklich los. Ja. Ja. Okay. Jo, die kennen wir ja schon. Also. Kennen wir schon, aber ich glaube, den kann ich jetzt nicht ausweichen, oder? Den kennen wir noch nicht. Den kennen wir immerhin noch nicht, genau. Hörnfledermaus, okay. Mhm. Mahlzeit. Jetzt bräuchte man einen Zombie. Oh, Gehirne. Oh, lecker. Mal gucken, seid ihr feuerfest? Mal schauen. Brenn, du Schmalzgehirn. Das hat ja sehr viel gebracht. Wir sind gerade so schön auf dem Haufen. Here goes. Es gibt garantiert unter 10 Punkte Schaden. Wette ich drauf. Ja, wusste ich's. Ich find's ein bisschen witzlos, hier solche Gegner reinzupacken, ganz ehrlich. Seid ihr physisch empfindlich? Nein! Here we go. Oh, das war schön. Okay, das hat gezogen. Ja, aber den muss man halt mit Magie machen, und zwar mit starker Magie, weil sonst... Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, aber Stufe Flammengeschosse war jetzt auch nicht der Burner, ist schon Stufe 3. Soll ich hier das richtig teure Zeug nehmen? Jetzt Stufe 2 Flammengeschosse, also. Stufe... Okay. Nee, ist doch Stufe 3. Nein. Ah, doch. Oh, okay, doch, du hast recht. Sorry. Feuersäule Stufe 2. Ja, stimmt. Sorry, ich habe eben auf den anderen geguckt, da auf den oben. Eis war doch immer recht stark. Mal gucken, was das hier zieht. Vielleicht ziehen hier so Massenzauber nicht so gut, sondern eher auf
Zauber, die auf einen gehen. So wie der Rotschreck eben von Lethe. Wahrscheinlich. Sieht so aus, ja. Rapp. Todesschwert. Also wenn wir hier reingehen, müssen wir auf jeden Fall viele SP und ZP-Items auf Vorrat haben. Ja, allerdings. Ja, das sieht dann doch eher, ne? Also muss man mehr auf Zaubersprüche oder Special-Attacken auf einen halt machen. Die anderen bringen nicht so viel. So. Hast du was auf einen? Ja, vielleicht Angriffskraft, okay. Ja, viele halt nur Sachen, die auf mehreres gehen. Hm. Dann nimmst halt ihre Peitsche, ne? Da kommt die Domina. Zack. Hey. Okay, das hat jetzt gar nichts gebracht. Ich bin gerade leicht Das ist aber auch. Also, ich würde mal sagen, wenn wir hier rein wollen, würde ich vorher noch ein bisschen trainieren. Damit wir zumindest mehr SP und ZP haben im Allgemeinen, ne? Allein dafür lohnt sich noch ein bisschen zu trainieren. Das ist ja. Wir können doch jetzt nicht in den ersten Gegnern im Erdgeschoss schon unsere fetzten Sachen raushauen. Das ist, kann doch nicht der Sinn der Sache sein. Vielleicht doch. Vielleicht wollen die einfach das Dungeon so auf die Art halt besonders schwer machen. Glückwunsch, es funktioniert. Ja, das wäre aber auch irgendwie ein bisschen lame, das so zu machen. Also. Ja, jetzt hauen wir das ganz fette Zeug raus, weil die Typen nerven. Das ganz fette Zeug? Ja. Oh, Lightning, strike down the enemy! Komm, Fiedermachine! Yay! Das fette Zeug haut nicht das, rein. Das das war doch schon ganz gut. Also. Ja, aber bei den beim Schakal aber nicht. Meteorit. Komm Leute, lasst Justin dran, er macht einen Drachenspalter und die Sache ist gegessen. Himmel und Erde Hieb. Oh nee, da hat er noch nicht. Den hat er glaube ich noch nicht jetzt. Ja, komm, machen wir es auf einen hier, Dämonenball. Also ich muss ehrlich sagen, bei solchen Gegnern hätte ich nicht sonderlich viel Lust auf den Dungeon. Muss ich dir recht geben, ich auch nicht, also. Es ist nicht, weil der Dungeon. Es ist irgendwie erkaufte Schwierigkeit, ne? Das ist. Finde ich nicht gut. Wir sind gerade mal auf die Hälfte haut. Doch, er hat einen Himmel- und Erde-Hieb. Ah, okay. Dachte, den hätte er noch nicht gehabt zu dem Zeitpunkt. So kann man sich täuschen. Prepare yourself. This is it. So, aber jetzt müssen alle fallen hier, bitte. Also, wenn jetzt nicht alle fallen, dann ist dann. Ja. Die stehen noch. Halleluja. Muss ich dazu noch was sagen? Nee. Das ist echt over. Over ist das. Ich hätte fast gesagt over. Überleg mal, wie wir Gaia mit dem Himmel und Erde Hieb auseinandergepflückt haben. Wie Baal da unterging. Und die stehen. Und waren vorher schon gedamaged. Ich. Nein. Halleluja. Ich find's lustig. Ich find's übertrieben. Ja, natürlich. Klar, ich auch. Also. Aber irgendwie trotzdem lustig halt. Aber
Ja, gut, halt nicht auf eine positive Art lustig. Und weißt du, was noch lustiger wäre? Wenn es dem ganzen Ding vielleicht nur einen Speicherpunkt gibt. Den draußen, ne? Das kann ich mir sehr gut vorstellen, also. Ja. War doch bei diesem, ein Grab-Dungeon auch so, ne? Ja. Guck mal, wie lange wir jetzt wieder für diesen einen Kampf brauchen. Unsere Zeit ist jetzt eigentlich schon rum, aber... Ja, mach den jetzt noch platt und dann hören wir auf, also. Boah. Mach halt einen W-Schlag oder was passiert. Fall um! Im Lord Erdehieb, okay. Komm, du machst nix. Ich will, dass die anderen dran kommen. Oh, explosive power, come here. Ja. Mal gucken, wann wir die Motivation hierzu aufbringen und ob wir sie nochmal aufbringen. Das ist sehr fraglich, würde ich sagen. Jo, ich stehe immer noch. Naja, jetzt Justin macht dem Ganzen jetzt ein Ende, also. Danke. Yay, wir haben sehr viel vom Dungeon gesehen, ne? Drei Kämpfe. Das war zwei, immerhin, ne? Immerhin, also. Ja. Ja. Gut. Da liegt Geld und da ging's weiter. Ne, da geht's auch nicht weiter, hä? Hä? Ja, gut, das ist jetzt auch egal. Wir sind am Ende, also. Ja, gut. Leute, wie dem auch sei, das war Grandia. Ein sehr schönes Projekt geht zu Ende. Dreambird, es war mir eine Ehre, dieses Spiel mit dir spielen zu dürfen. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht mit dir und ja, um das Gleiche zu sagen, war mir auch eine Ehre und ja, ich sag mal, es ist nicht völlig von der Hand zu weisen, dass wir vielleicht doch irgendwann nochmal was zusammen machen, aber im Moment ja, sieht es halt anders aus und ja, bleibt abzuwarten, sag ich mal. Mhm. Ja, aber die Zeit wird es zeigen. War sehr, sehr schön. Ja. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns von Justin, Fina und den anderen, hä? Richtig, richtig. Und natürlich von den Zuschauern. Natürlich. Ja, Leute, gebt uns nochmal Feedback. Ein letztes Mal zu dem Projekt. Wie fandet ihr es? Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Und ja. Schaut euch ruhig mal bei anderen Projekten von uns rein, ne? Auch wenn Dreambird jetzt gerade nicht so aktiv ist. Aber er hat genug auf seinem Kanal, was trotzdem sehenswert ist. Ja, durchaus, durchaus. Aber ja, ne? Also man sieht sich selbst ja immer sowieso sehr kritisch. Aber ja, nee, das war ja das letzte Projekt, was noch lief bei mir. Und ja, ob da jetzt irgendwas nochmal was kommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Im Moment denke ich mal nicht. Und ja, hoffe auch, dass es euch Spaß gemacht hat und ja, hoffe, ihr bleibt am Ball bei Slayer, wenn er vielleicht auch mal wieder mit seinen Projekten weitermacht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ansonsten, ja, noch weiterhin viel Spaß bei was auch immer und ja, schreibt uns nochmal ordentlich die Meinung drunter. Und ja, bis dann, macht's gut. Ciao, euer Dreamy.